Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2. Dieses Mal im Superflüssig-Modus. Ich weiß nicht, was los ist, aber okay. Der Bus ist, glaube ich, zufrieden. Okay, ich habe nichts gesagt. So, jetzt mache ich mal gerade noch die Fahrhilfe an, dass wir auch wissen, wohin wir müssen. Wir sind immer noch mit dem Wasserstoffzellenbus unterwegs und wir müssen jetzt mal gucken, wo wir denn jetzt hier auskommen, weil ich habe... Es ist ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich sehe einen Verkehrs... Ja, ist ja gut, die Bremse ist wieder so empfindlich. Ich habe die Bremse noch nicht durchgetreten, das mache ich gerade mal. Ich muss die einmal komplett durchtreten, damit OMSI weiß, wo das Limit ist. Sonst geht der beim Antippen voll in die Eisen und das ist eher ungesund. Alter, sind die hoch. Meine Fresse. So. Dum, dum, dum. Am See. Ersatzhaltestelle. Bitte achten Sie auf die örtliche Auskunft. Was ich nur interessant finde, ist, dass... Boah, ist das laut. Für die Ersatzhaltestelle da so ein... Alles fit im Schritt. Ja. Dass sie für die Ersatzhaltestelle ein Informationsdingens da hängen haben. Würde ich sagen, ist interessant. Naja, so. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Jetzt ist es angenehmer. Ich habe mein Mikro einen kleinen Tacken umgebaut, dass es was angenehmer ist zu benutzen. So. Nächster Halt am Schrebergarten. Ich weiß, dass hier eigentlich 30 ist, aber ich habe Alkohol getrunken, deswegen darf ich das. Kinder, trinkt keinen Alkohol und fahrt danach. Das ist ungesund. Ich habe heute Nachmittag nach einem Schützenfest einen vor mir gehabt, der war betrunken. Der fuhr mit 30 durch die 100er-Zone. Und wusste nicht, wo die Mitte der Straße ist. Das war echt uncool. Ich bin mit eingeschaltetem Warnblinklicht hinter dem hergefahren. Damit alle hinten nicht überholen. Das war schon selten dämlich, was der Typ gemacht hat. Ich frage mich nur gerade, warum das heute so laut ist. Moin, moin. So, jetzt ist was angenehmer. Wir schließen die Türen wieder. Er müsste wieder aufbocken. Sehr schön. Ach, wie das funktioniert. Das mag ich ja. Mir fällt übrigens auf, die Dingenskarte ist noch an. Er tappt ins Windows raus. Das darf man nicht. Das ist unprofessionell. Das durfte ich mir anhören. Das hat einer als Kritik unter ein Video geschrieben. Ja. Ja. Es war ja jetzt so unprofessionell, die 3 Sekunden. Warum schneidest du nicht? Weil ich dann meinen Sprechfluss zerreißen würde und weil Schneiden einfach... Aua! Au! Weil Schneiden einfach nur langweilig ist. Ist Tatsache mein... Sorry, ich habe nicht drauf geachtet. Ist Ach, deswegen funktioniert mein Numpad nicht. Warte, es ist nicht eingesteckt. Könntest du mal bitte gerade stehen bleiben? Warte mal, einstecken. Hey! Es macht natürlich Sinn, sowas einzustecken. So, ich bin ja im Unfall gar nicht schuld. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, ich weiß, dass das abgeschlossen ist. Moin, moin. Muss ich ja jetzt nicht verstehen. Mach doch mal auf. Guten Tag. Lang nicht gesehen. Ich fahre zum ersten Mal hier, du Arschgeige. Sieht man mal wieder, dass du keine Ahnung hast. Tür zu. Weiterfahren. Ganz einfach. Bum, 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 bum. So. Siehste mal. Übrigens zur Information, da wo dieses Video hier rauskommt, habe ich meinen ersten offiziellen richtigen Unitag. Das heißt, angespannt, leicht. Stimmt, ich muss ja direkt arbeiten. Ich weiß nicht, wo jetzt das Problem war, aber okay, von mir aus. Wenn man sich direkt beschweren muss. Oh, er blinkt zumindest. Juhu, er blinkt. So. Die 8 fährt hier rein.
über ein Ikea oder was? Ist ja auch interessant. Würde ich jetzt mal sagen. So, din 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 am Ikea. Ikea, ihr Einrichtungshaus. Yo, Diggi, alles Alter, hör auf, mich so zu nennen. Das ist ja peinlich. Wieso, kennt ihr das, wenn Eltern versuchen, cool zu sein und dann anfangen mit Yo und Peace-Zeichen rumhantieren und dich vor deinen Freunden blamieren? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Sorry, Mom. Es ist aber so. So, da ist wieder der typische Omsi-Move. Ich bin Omsi, ich muss keine Texturen laden. Warum auch? So. Machen wir mal hier die Autohalterung an. Jetzt komm schon. Ist ja nervig. Warum geht's denn da nicht vorwärts? Was ist das denn? Rohrdamm 36, 1000 Berlin 20? Auch interessante Nummer. Oh. Zoop Hago steht. Zoop. Auch schön ausgesprochen. Eng. Saueng. Stimmt aber leider nicht. Stimmt aber leider nicht. Und ich glaube, ich kann das hier auch nicht ändern. Naja, so. Ich glaube, jetzt hat das aber geändert, so wie ich das jetzt vom System her sehe. Ich weiß es nicht genau. Ludwig-Jähnenstraße ist das. Das ist jetzt aber gemein hier, das sieht man ja gar nicht. Ich muss hier stehen bleiben, sonst sehe ich die Ampel nicht mehr. Und dann hat der Kollege ein bisschen mehr Platz. Unser. Ich glaube, der ist sehr weiß, der Fahrer. rassistischer Witz. Stopp! So. Ah, jetzt. Tschüsschen, meine Damen und Herren. Tschüsschen. Goethestraße ist als nächstes dran. Nächste Haltestelle. Zoop Hago steht. Stimmt schon wieder nicht. Typ. Ja, ich weiß. Unfall, bla bla. Goethestraße. So, ich weiß nicht, warum ihr an der grünen Ampel steht. Verstehe ich nicht, warum die an der grünen Ampel stehen. Und das beobachte ich momentan auch im Straßenverkehr immer mehr. Es gibt immer mehr Leute, die bremsen auf grüne Ampeln zu. Naja, verstehen muss man es nicht. Moinsen. Moin. Hi. Ja, moin! Vielleicht stimmt die Straße ja jetzt, keine Ahnung. So geht man mit grünen Ampeln um. Kräftig Gas geben. Nächste Haltestelle. Zoop Hago. Halt, ich will sofort aussteigen. Das geht aber Alter. Okay, keine Ahnung warum. Es ist, glaube ich, nichts passiert in Wirklichkeit. Und irgendwie sind wir jetzt schon am Hauptbahnhof Karlsburg. Das kommt zumindest als nächstes. Und das hier ist aber nicht angegeben als nächstes. Das muss ich nicht verstehen. Ach, irgendwas stimmt nicht. Guck mal, hier dahinter kommt erst die Goethestraße. Wir fahren in die falsche Richtung und die Leute steigen trotzdem ein. Interessant. Das kann ja eigentlich nicht sein.
kann ich eh fahren, wie ich will, weil ich die Bewertung eh schon verschissen habe. Okay, dann müssen wir damit gleich nochmal gucken. Das machen wir am... Oben steht schon Lauersdorf Strand. Das kann nicht sein. Oder ist jetzt am Hauptbahnhof zu Ende? Das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Wir werden es herausfinden. So, jetzt müssen wir nur zu der 7 rein. Und die ist ja bekanntlich hier. Und hier ist nicht unser Terminus. Das heißt, wir müssen jetzt mal gerade in den Fahrplan gucken. Wir fahren zum Bahnhof. Es steht auch drauf, aber warum ist das dann hier so komisch? Hier oben steht Lauersdorf Strand drüber. Route 02. Das hier ist immer noch falsch rum. Gibt's nicht. Jetzt scheint es zu stimmen. Kann ich jetzt hier durchschalten? Nein. Da steht immer noch Hauptbahnhof oben drauf. Über Hauptbahnhof? Ja, das ist alles richtig. Warum gehst du nicht weiter? Gott, ist das System hier gebuggt. Okay, das funktioniert nicht. Schade. Aber ich kann leider nichts ändern. Nö, nichts, gar nichts. Niente, nada, nothing. Gut, dann ist das so. Dann müssen wir damit leben. Nächster Halt Hammerstraße. Ruhe. Fresse halten ist angesagt. Jetzt, wir haben 6 Minuten Verspätung. Die beschweren sich über zu schnelles Fahren. So. Nummer 8, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen Nummer 9. Ihr seid doch alle total bescheuert. Meine Fresse. Ihr seid doch total bescheuert hier. Echt. Was soll man denn da, was soll man denn davon halten? Und jetzt, dann verpisst er sich einfach. Ist ja echt zum Kotzen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode OMSI 2, wo ich versuchen werde, hier rauszukommen. Bis dann. Tschüss.